Wir sind ja auch noch nicht zu oft an diesem Part gestorben. Wo war's jetzt? Da. Komm schon! Oh, Jesus. Ja, stirb, bitte. Halleluja! Level abgeschlossen! Der Rachen des Todes hieß das Teil I. Score-Herausforderungen. Aber wir haben immerhin 5 von 10 weißen, nee, roten Schädeln gesammelt. Immerhin! Wir hätten einen Mega-Flammenwerfer bekommen können. Ja, den werden wir wahrscheinlich nie bekommen. Nee, Level will ich nicht neu starten. Dankeschön. Wird geladen. Die Drehbrücke. Sagste. Score-Herausforderung geht bis 250.000 Punkte dieses Mal. Bonus-Herausforderung, ja, wie immer. Diesmal gibt es eine Schlangentrommel, Maske von irgendwas, die Fassi, und was ist das hinter uns? Gehen Sie zu dem Grab am Ende der Schlucht, bahnen Sie sich einen Weg durch die Schlucht. Ja, okay. Levelkarte verfügbar, na, jawohl. Drücken Sie entfernen, ja, das wissen wir ja alles. Oh. Eine lange Treppe bis zur Festungspassage. Was ist denn hier alles? Oh, oh, hier sieht es nach einem Brückenland aus, so ein bisschen. Drehende Ecke. Ah, deswegen das Teil. Okay, das heißt, wir können uns da in alle Richtungen drehen. Drehplattform 1 und Drehplattform 2. Okay. Ich denke, während ich das hier nachher rendern werde, werde ich weiter an MW2 spielen. Das ist ja mein zweites Projekt, das ich nebenbei hochlade. Ich wollte eigentlich ein anderes Projekt hochladen, aber das Spiel startet immer noch nicht, deswegen. Ja, okay, wir gucken jetzt erstmal danach und wir gucken, was da hinten ist, weil da hinten leuchtet es. Wenn ihr es gemerkt habt. Laut meiner Karte führt der einzige Weg heraus durch die Gruft am Ende dieser Schlucht. Okay, aber warum leuchtet es dann, Lara? Okay, Moment, also, wir müssen... Ja, bitte zur Levelkarte. Level. Dankeschön. Wir müssen auf jeden Fall nach vorne. Deswegen gucken wir uns erst noch hier um. Nee, ich glaube, da könnten wir vielleicht durch. Okay, dann gucken wir erstmal da drüben. Also hier dann jetzt so. Und, falls ihr euch fragt, wie man. Komm her. Ich habe irgendwas Dickes gehört. Da war irgendwas Dickes. Fast drüber gesprungen. Aber der da. Oh, au! Oh. Boah, ich wollte nicht, dass er mich slappt. Dass er mich bitch slappt. Was? Pussy. Ich hab nochmal was Dickes gehört. Kann das sein? Nein! TNT. Hätten wir uns aussparen können. Falls ich frage, wie man das steuert. Das hier ist nur die Maus. Und bewegen tue ich mich mit WASD, genau. Wer die Tastatur nicht kennt, ist selbst schuld. Was? Schon wieder! Nochmal dicker. Ich hab's gehört. Aber, wie gesagt, ich finde das Spiel recht cool. Normalerweise bin ich nicht ein Fan von solchen... Oh Gott. Von solchen Spielen. Aber ich weiß nicht, das hier mag ich. Ich mag es total. Also aus so dem Blickwinkel und das Rote da drunter und hier die Lara so allgemein. Auch wenn ich da normalerweise nicht so, naja, wie gesagt, der Fan von bin. Ich habe was Dickes gehört. Oh, Jesus. Oh, sehr dick sogar. Na komm. Komm. Ich frag mich nicht. Ich glaube, einen zweiten Teil davon gibt's nicht. Ich muss mir nebenher die Augen reiben, weil die jucken. Das ist cool. Man kann beides nicht mehr. Normalerweise, wenn es ja diese... Nee, das ist jetzt nicht wirklich Ego-Sicht. Bei der Rock. Hoppala. Bei der Rock. Nein, ich hätte warten. Naja.
Wagner. Oh Gott. Sag mir bitte nicht, dass er zwei Dicke kommt. Leute, ich bin ein bisschen in die Enge getrieben. Oh, fuh. Bitch, schlepp mich nicht so hart. Ach, das ist so ein ganz dicker. Puh. Alter. Gustav. Alter Walter. Alter Gustav Hardcore. Was? Was gebe ich hier von mir? Gustav Hardcore. Heilige Kamille. Ja. Halt. Du sollst da nicht entgegenlaufen. Guck mal, ich möchte da. Runter. Roter Schädel. Für uns. Die Fässer stehen hier irgendwie blöd. Das hier wird eine Drehplattform sein. Würde ich spontan sagen. Und dann gehen wir jetzt erstmal darüber. Ich muss ganz kurz gucken, was ist denn das? Wo geht's da hin? Ach, da geht direkt weiter. Nee, das wollte ich nicht. Moment. Moment. Hoppala. Genau. Ich wollte direkt da rein. Und zwar wollte ich in diesen Raum rein und gucken, was uns da erwartet. Nee, wir wissen ja ungefähr, was uns da erwartet. Oh Gott, fast runter. Da war was. Genau. Wir wissen ja ungefähr, was uns da drin erwartet. Okay. Okay. Geht es dann auf Zeit? Ach, wir müssen bestimmt die Kugel darüber kriegen. Und dann weiß ja Gott, was tun. So kriegen wir auf jeden Fall den roten Kopf. Und so können wir. Ah, okay, so kriegen wir die Kugel. Ach, dafür brauchen wir die Kugel. Okay, so kriegen wir die Kugel, genau. So, dafür brauchen wir auf jeden Fall die Kugel. So. Am besten rennen wir da noch da dagegen. Das ist interessant. Das ist echt nice und so. Toll. Was jetzt? Ach nee, Moment. Wir haben ja diesen Trick hier gelernt. Und wenn mich jetzt nicht alles täuschen dürfte... Ja, okay, genau so jetzt. Ich habe übrigens bei diesem einen Part, ich glaube Part 5 ist es, habe ich ja totalen Mist zusammengespielt. War das Part 5 oder war das Part 4? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, wie ging das noch gleich? Da hat auch die Miripan drunter geschrieben, doch, das geht, siehst du das denn nicht? Da habe ich gesagt, das mit der Kugel. Nee, das geht nicht. Und ich habe es mir angeguckt und dachte, oh, bist du blöd, das geht, guck doch mal genauer hin. Und, ja, ne? Solche Momente sollte man eigentlich rausschneiden, aber ich meine, ich bin auch nur ein Mensch und deswegen müsst ihr euch das trotzdem antun. Goldenes Messer von Itzdi. Was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Reliquien? Ich meine, die kriegen wir ja nicht direkt, sondern ja. Was haben wir davon? Eigentlich nicht viel. So. Jetzt machen wir das direkt mal so. Dann so, damit wir hier und hier Freiraum haben. Ich will nur ganz kurz hier gucken, was hier ist. Können wir hier irgendwas machen? Nope, absolut nicht. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich noch warten. Dann gehen wir erst hier rüber und oh oh, puh, knapp. Ich dachte, sie stürzt schon ab. Weil das ist ja Lara Croft. Oh, hier liegt eine neue Waffe, sagst du. Mega Einzelschussgewehr. Oh nein, 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 ich wollte nicht. An den Brunnen. War da hinten nicht? Ja, genau, irgendwas. So, jetzt ganz schnell weg von dem Brunnen. Damit wir den uns noch ein bisschen aufstammen. Wir müssen ja sowieso wieder hierher. So, Moment. Wie war das? Nee, das war's nicht. Entfernen. Ja. Inventar. Okay,
Mega Einzelschussgewehr, das sieht aus wie eine Sniper. Kurz mal ausrüsten. Können wir da... Nein! Mann. Das sieht ein bisschen aus wie eine Sniper. Nein! Falsche Taste. Steuerung. Ich und meine Steuerung. Nee. Was ist das? Hatten wir erst das oder das? Also das Leistungsfähige oder das nicht so Leistungsfähige? Nobody knows. Auf Zeit oder was? Nee. Okay, da geht's runter. Entreißen Sie einem Schilddämon sein Schild. Hä? Wieso sollte ich das... oh Gott, da ist überall was drin. Das sieht nach einem kleinen Bosskampf aus. Mein Gott, wirklich, hier ist wirklich überall was drin. Naja, bis auf das eine da, aber... Wie soll ich denn das... Wie soll ich das machen? Hui! Frecher Bursche. Okay, das wird, boah, das ist ja wie ein Juggernaut. Leute, die nicht wissen, was ein Juggernaut ist, schaut letztens. Schaut, MW3 sagt. Alter, was ist denn das? Was ist das? Oh oh! Oh, come on! Biatsch! Absolut keine... Aua! Fettsack! Hoppala! Mit dem Haken! Ich geniales... irgendwas... Nee, guck mal! Lara, Lara! Okay, nicht mit dem Haken. Wie soll ich ihm denn den Schild entreißen? Nee, mal erster. Soll ich das machen? Keine Ahnung. Ja, Bitch Slap. Ist ja nicht so, als hätte ich... Können die mal aufhören zu droppen, die Gegner? Aber, okay. Aha, okay, okay, okay. Jetzt weiß ich, wozu die Medipäckchen da sind. Okay. Uncool. Absolut uncool. Boah, ich hätte so Bock auf Lost. Das glaubt ihr mir gerade überhaupt nicht. Ja. Nein! Hat nichts gebracht! Nein, 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 nein! Hat nichts gebracht!